Nation! Party, Alter! Hey, wir Party! Mit 20 hatte ich schon 4 oder 5 Uhren, ne, die ich betreut habe. Ich habe früher mal gesagt, Talentmanager. Das hört sich nicht so an, verstehst du, wie Lude, ne? Hört sich ein bisschen besser an, ne? Talentmanager. Das ist doch was oder nicht? Heute laufen die Leute mit der Kanone rum und die ganze Drogenkacke, da habe ich keinen Bock drauf. Ist nicht meine Welt mehr. Früher gab es eine Ludenehre. Das hieß, verkloppt deine Alte nicht, verstehst du, sie zu, dass sie gut aussieht, weil sonst haust du dein Geschäft jedenfalls. Es war schon ein geiles Leben, wenn ich so zurückblicke. Ne? Bin mit 18 in die Stadt gekommen, muss ich wieder richtig durchbeißen. Durchkämpfen, hochkämpfen. Und das hat schon ein, zwei Jahre in Anspruch genommen. Aber dann hatte ich einen Namen, haben sie mich zufrieden gelassen. Ne? Die Mädels waren froh, wenn sie jemanden hatten, der was darstellt. Ein dickes Auto und. Ja, mein Alter kommt, oh geil, guck mal. Es war immer so, wenn da 7 waren, eine war immer die Erste. Ne? Hat sich als Erste gefühlt, das natürlich jeder erzählt, ist klar. Das ist ein schwerer, intelligenter Akt, den du da vollführst, weil du mit 7 verschiedenen Charakteren klarkommen musst. Die eine ist so, die andere ist so, die andere ist so. Und musst auf jeder eingehen. Das ist also, wie gesagt, ja, wie so ein Gaukler bist du da. Anki, was ist los, so alte Zwiebel? War ich zwischendurch im Knast, habe mich abgehauen aus dem Knast, habe in Langesheim Puff gemacht, vom Allerfeinsten. Und hieß dann Horst Wilhelm Bredemeier statt Kalle. Irgendwann ist der Akku mal leer, verstehst du? Weil wenn du nur unter Strom stehst, ne? Von morgens bis abends, musst du auf die Weiber aufpassen. Jetzt bin ich aus dem Club raus seit 2,5 Jahren. Ich war da Vizepräsident 12 Jahre lang. Und ja, seitdem ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Kalle war bekannt und berüchtigt, aber wie gesagt, gerecht. Aber schon ein harter Knochen, ne? Weil auf dem Dorf bei uns habe ich schon alles weggelattet und so. Aber da war ja sowas nicht so schlimm mit Schlägereien früher. Na, da gab es ja an den Ohren, hinterher Shake Hands, Bierchen, fertig, erledigt der Fall. Gibt's heute nicht mehr. Heute holen sie die Dinger raus und hast du nicht gesehen. Also, ist nicht meine Welt mehr. Hab zwar noch Beziehungen und Verbindungen natürlich, das bleibt nicht aus, wenn man da 40 Jahre rumflitzt. Ne? Aber im Großen und Ganzen ein bisschen ruhiger geworden. Ne? Du, ich habe mal eine kleine Rente, verstehst du, da komme ich mit klar, aber ich brauche nicht mehr viel. Ne? Ich sauf nicht mehr so viel wie früher. Hier war früher der Flattermann, verstehst du? Und hier war King's Corner und so weiter. Ne? Und da Zwiefel, die ganzen Clubs und so weiter, ne? Es ist ein bisschen besser geworden. Alter. Warte mal. Hey, was ist los hier? Hallo, was ist los hier? Ja, der selbe Scheiße, ewig dasselbe Programm. Was willst du jetzt hier? Was soll die Scheiße? Hör zu, es reicht. Ja, mal zu, es reicht. Ich habe mich nicht reinlassen, du mischst dich wieder ein? Keine Sonderstellung, habe ich gesagt, verstehst du? Du machst dein Ding alleine, ist das klar? Ich habe dir gesagt, lass mich in Ruhe irgendwie. Pass auf. Ja, mein Sohn Armi, der macht Faxen, verstehst du, die kein Mensch macht eigentlich, ne? Macht auf meinen Bart los, macht die Türsteher an. Chris, Standortverbot, ich schwör's dir. Du rufst mich an, wenn du das kannst du mir doch an, irgendwie, das ist doch völlig. Interessiert mich nicht, du machst jetzt Abgang, los, verpiss dich, los. Zack, hau jetzt ab, los, ab. Bei den Türstehern, bei den Leuten am Steintor, habe ich ganz klar gesagt, für meinen Bengel keine Extrawurst.
Der hat seinen Weg zu finden, andernfalls Arschlecken. So, was war denn los da, du? Ja, du hast doch gesehen, verstehst du, dein Sohn marschiert ja auf, Gläser in der Hand, besoffen wie ein Eimer, verstehst du, jedes Mal, wenn er drin ist, bist du alle Gäste voll, die verlassen den Laden. So können wir hier gar keinen Umsatz machen. Ja, pass auf, ich werde mir zur Brust nehmen, verstehst du, und der kommt hier nicht mehr her, 4 Wochen, der soll mich anrufen. Ja. Und wenn er sich auf die Reihe kriegt, natürlich. Der denkt ja schon so groß wie du. Nachtab, na gut, pass auf. Aber schön, dass du gekommen bist. Alter, pass auf, ich gehe mal auf die Ecke. Sollte er sich wieder sehen lassen? Telefon. Mach's gut. Tschüss. Er will mir was beweisen. Will mir sagen, als Vater, der sich nicht gekümmert hat, pass mal auf, Freundchen, was du kannst, kann ich schon lange. Ich will ihm nur zeigen, wo der Weg lang führt, damit er die Schwierigkeiten nicht kriegt, die ich hatte früher. Ne? Weil ich möchte nicht unbedingt, dass er den Knast spürt. Meine verschollene Frau, Diplomatentochter. Da haben wir uns dann halt kennengelernt am Steintor und haben uns spontan verliebt, sag ich mal. Eltern natürlich strikt dagegen, nach Hause vorstellen ging gar nicht. Und sie war ein bisschen rebellisch und aufsässig und hat gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich gehe mit dem Mann, wohin er möchte. Im Knastgeheuer, dem Wolfenbüttel, Trauzeuge war ein Zuhälter und ein Puffbesitzer. War wirklich super geile Zeit und ja, war nicht allzu lange Zeit später, war dann auch der Junge geboren und na, war alles schön, die erste Zeit. Und dann kam mein Trieb wieder durch. Andere Mädels ist weitergelaufen. Das war ja nicht wie ein Cut oder was, als wir dann zusammengegangen sind. Sondern die Geschäfte mussten weiterlaufen, müssen von irgendwas leben. Ne, arbeiten hatte ich keinen Bock drauf. Ne, da irgendwo ins Werk zu gehen oder was mit den Pissern abzugehen, das wollte ich nicht. Hätte auch nicht geklappt, sag ich mal, bei meinem Lebenswandel und was ich durchhabe. Und das wurde auch immer schwieriger. Irgendwann bin ich von Göttingen gekommen, war 2 Tage unterwegs und kam nach Hause und sehe meine Frau tot auf dem Sofa liegen. Da habe ich noch Schlaftabletten gefunden im Badezimmer, leere Röhrchen und. Und die konnten sie aber nicht mehr retten, Wiederbelebung war so zwecklos. Ja, das war's dann. Mach's gut, Schatzi, du. Ne? Alles klar, tschüss, bis demnächst. Alter, schön, dass du da bist, Mann. Wie geil ist denn? Alles schön. Und Dienst okay gewesen? Alles okay, alles ruhig? Alter, ich bin kaputt, wie Hund, aber wann bist du nach Hause gekommen? 7 Uhr. Ah, ja, ja. Und viel Stress damit? Fritz kenne ich seit 40 Jahren, ist in Amerika gewesen, 15 Jahre und ein bisschen Cracker auch da drüben. Sein ganzes Haus in Orlando verfeiert und haben ihn eingesperrt bei mir oben im Haus, clean gemacht und dann habe ich ihn den Job besorgt da. Ja, und ihn kennen sie alle, ja, wie sie auch alle heißen, dann Türsteher kennen ihn. Und hat sein Ding und natürlich hält er seine Ohren und Augen offen, ne, für mich. Du, pass auf mit deinem Jungen, den habe ich gestern ja nur beobachtet. Ja, können wir vielleicht noch ein Bier haben? Ja. Machst du mir noch 2 Wodka dazu, bitte? Das wäre schön, ja. Du, jetzt habe ich den beobachtet im King's Corner. Ja, ja. Ne? Du, da mit diesem ich nehme an, der hat eine Wumme gekauft. Ha. Du, ich sah eins, der dreht am Rad. Verstehe, ich hast ja gestern Nacht schon gesehen, was der für eine Scheiße bei uns zeigt. Einmal legt er noch einen um. Ja, ja. Ich habe da keinen Bock drauf, oder? Ja. Der legt noch einen um, verstehst du, aus der Frust da irgendwie, um sich zu beweisen. Da. Ja. Ne? Ich war erst am Grab meiner Ehefrau. Soll ich meinen Sohn auch noch beklagen? Aber das brauche ich ja gar nicht. Doch. Ist ja auch schon so. Ne? Ja, naja, logisch. Eine Scheiße. Ne? Ich werde auf jeden Fall diese ganze Sache mit dieser Kanone klären. Ne? Und werde ihn zur Rede stellen. Du, ich such mal Bengel, du. Weißt du, wo der stecken könnte? Ja. Hast du gesehen, oder was? Alles klar. Was für ein Auto ist das? Was ist das gesehen? Alles klar, okay, danke. Ach nee, guck an, du. Party zu Ende hier, du.
Raus! Mach Gasse, halt hier doch, mach Gasse. Ja, was soll die Scheiße? Wir haben zu sprechen, komm, wir haben zu sprechen. Wir haben zu sprechen, pass auf, Freundchen. Du Spinner, das pass auf, komm runter, egal, ich bin dein Vater. Nee, komm runter, komm runter. Die gleiche Scheiße. Komm runter, wir sprechen in Ordnung, alles Witz, klar. Ey, kann ich, pass auf, das Rohr her. Weiß ich hab gerade das Rohr zum Herr. Du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest, du Arschloch. Gib das Rohr her, Mensch. Ich sag dir, wie es ist, und wenn er nicht gerade geht, kriegt er auf den Kopf. Das geht nicht anders. Das geht einfach nicht anders, weil ich habe keinen Bock drauf, dass ihn andere Leute fahren. Dann kriegt er wieder von mir ein. Die Merkel hat einen Vektor, ohne Flachs. 148 Milliarden, das ist doch nicht zu fassen da. Tja, Junge, da. Meine verschollene Frau, Diplomatentochter. Da haben wir uns dann halt kennengelernt am Steintor und haben uns spontan verliebt, sag ich mal. Eltern natürlich strikt dagegen, nach Hause vorstellen ging gar nicht. Und sie war ein bisschen rebellisch und aufsässig und hat gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich gehe mit dem Mann, wohin er möchte. Im Knast geheiratet, in Wolfenbüttel. Trauzeuge war ein Zuhälter und ein Puffbesitzer. War wirklich super geile Zeit. Und ja, war nicht allzu lange Zeit später, war dann auch ne, der Junge geboren. Und ne, war alles schön, die erste Zeit. Und dann kam mein Trieb wieder durch. Andere Mädels ist weitergelaufen. Das war ja nicht wie ein Cut oder was, als wir dann zusammengegangen sind. Sondern Geschäfte mussten weiterlaufen, mussten von irgendwas leben. Ne, arbeiten hatte ich keinen Bock drauf. Ne, da irgendwo ins Werk zu gehen oder was, mich mit den Pissern abzugehen, das wollte ich nicht. Hätte auch nicht geklappt, sag ich mal, bei meinem Lebenswandel und was ich durchhabe. Und es wurde halt immer schwieriger. Irgendwann bin ich von Göttingen gekommen, war zwei Tage unterwegs. Und kam nach Hause und sehe meine Frau tot auf dem Sofa liegen. Da habe ich noch Schlaftabletten gefunden im Badezimmer, leere Röhrchen und. Und die konnten sie aber nicht mehr retten. Wiederbelebung war so zwecklos. Ja, das war's dann. Mach's gut, Schatzi, dir. Ne? Alles klar, tschüss. Bis demnächst. Alter, schön, dass du da bist, wie geil ist denn? Alles gut, dann. Alles gut. Und Dienst okay gewesen? Alles okay. Alles ruhig. Nachteil, weil ich bin kaputt wie Hund, aber wann bist du nach Hause gekommen? 7 Uhr. Ah, ja, ja. Und viel Stress damit? Fritz kenne ich seit 40 Jahren. Ist in Amerika gewesen, 15 Jahre. Und ein bisschen Cracker auch da drüben. Sein ganzes Haus in Orlando verfeiert. Und haben ihn eingesperrt bei mir oben im Haus. Clean gemacht. Und dann habe ich ihn den Job besorgt da. Und ihn kennen sie alle. Wie sie auch alle heißen. Dann Türsteher kennen ihn. Und hat sein Ding, und natürlich hält er seine Ohren und Augen offen, ne, für mich. Du, pass auf mit deinem Jungen, den habe ich gestern ja nur beobachtet. Ja, können wir vielleicht noch ein Bier haben? Ja. Machst du mir noch zwei Wodka dazu, bitte? Das wäre schön, ja. Du, jetzt habe ich den beobachtet im King's Corner. Ja, ja. Ne? Du, da mit diesem ich nehme an, der hat eine Wummer gekauft. Ha. Du, ich sage, eins, der dreht am Rad. Verstehe, ich habe ja gestern Nacht schon gesehen, was der für eine Scheiße bei uns zeigt. Einmal legt er noch einen um. Ja, ja. Ich habe da keinen Bock drauf, oder? Ja. Der legt noch einen um, verstehst du, aus der Frust da irgendwie, um sich zu beweisen. Da. Ja. Ne? Ich war erst am Kopf meiner Ehefrau. Soll ich meinen Sohn auch noch beklagen? Aber das brauche ich ja gar nicht doch. Ist ja auch schon so. Ne? Ja, logisch. Ja. Eine Scheiße, ne? Ich werde auf jeden Fall diese ganze Sache mit dir. Meine verschollene Frau, Diplomatentochter. Da haben wir uns dann halt kennengelernt am Steintor und haben uns spontan verliebt, sag ich mal. Eltern natürlich strikt dagegen, nach Hause vorstellen ging gar nicht. Und sie war ein bisschen rebellisch und aufsässig und hat gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich gehe mit dem Mann, wohin er möchte. Im Knast geheiratet, in Wolfenbüttel. Trauzeuge war ein Zuhälter und ein Puffbesitzer. War wirklich super geile Zeit. Und ja, war nicht allzu lange Zeit später, war dann auch ne, der Junge geboren. Und ne, war alles schön, die erste Zeit. Und dann kam mein Trieb wieder durch. Andere Mädels ist weitergelaufen. Das war ja nicht wie ein Cut oder was, als wir dann zusammengegangen sind. Sondern Geschäfte mussten weiterlaufen, mussten von irgendwas leben. Ne, arbeiten hatte ich keinen Bock drauf. Ne, da irgendwo ins Werk zu gehen oder was, mich mit den Pissern abzugehen, das wollte ich nicht. Hätte auch nicht geklappt, sag ich mal, bei meinem Lebenswandel und was ich durchhabe.
Und das wurde halt immer schwieriger. Irgendwann bin ich von Göttingen gekommen, war zwei Tage unterwegs und kam nach Hause und sehe meine Frau tot auf dem Sofa liegen. Da habe ich noch Schlaftabletten gefunden im Badezimmer, leere Röhrchen und. Und die konnten sie aber nicht mehr retten. Wiederbelebung war so zwecklos. Ja, das war's dann. Mach's gut, Schatzi, dir. Ne? Alles klar, tschüss. Bis demnächst. Alter, schön, dass du da bist. Wie geil ist denn? Alles schön. Gut, alles fix. Und Dienst okay gewesen? Alles okay. Alles ruhig. Alter, ich bin kaputt, wie Hund, aber wann bist du nach Hause gekommen? Wann bist du nach Hause gekommen? 7 Uhr. Und viel Stress damit? Fritz kenne ich seit 40 Jahren. Ist in Amerika gewesen, 15 Jahre. Und ein bisschen Crack geraucht da drüben. Sein ganzes Haus in Orlando verfeiert. Und haben ihn eingesperrt bei mir oben im Haus. Clean gemacht. Und dann habe ich den Job besorgt da. Und ihn kennen sie alle. Wie sie auch alle heißen. Dann Türsteher kennen ihn. Und hat sein Ding, und natürlich hat er seine Ohren und Augen offen, ne, für mich. Du, pass auf mit deinem Jungen, den habe ich gestern ja nur beobachtet. Ja, können wir vielleicht noch ein Bier haben? Ja. Machst du mir noch zwei Wodka dazu, bitte? Das wäre schön, ja. Du, jetzt habe ich den beobachtet im King's Corner. Ja, ja. Ne? Du, da mit diesem ich nehme an, der hat eine Wumme gekauft. Ha. Du, ich sage, eins, der dreht am Rad. Verstehe, ich habe es ja gestern Nacht schon gesehen, was der für eine Scheiße bei uns zeigt. Einmal lege ich da noch einen um. Ja, ja. Da keinen Bock drauf, ne? Ja. Der legt noch einen um, verstehst du, aus der Frust da irgendwie, um sich zu beweisen. Da. Ja. Ne? Ich war erst am Grab meiner Ehefrau. Soll ich mal meinen Sohn auch noch beklagen? Aber das brauche ich ja gar nicht doch. Ist ja auch schon so. Ne? Ja, naja, logisch. Eine Scheiße, ne? Ich werde auf jeden Fall was. Der hat seinen Weg zu finden, andernfalls Arsch lecken. Ja. Was war denn los da, du? Ja, du hast doch gesehen, verstehst du, dein Sohn marschiert hier auf, will seine Hand, besoffen wie ein Eimer. Verstehst du, jedes Mal, wenn er drin ist, bist du alle Gäste voll, die verlassen den Laden. So können wir hier gar keinen Umsatz machen. Ja, pass auf, ich werde mir zur Brust nehmen, verstehst du? Und der kommt hier nicht mehr her, 4 Wochen, der soll mich anrufen. Ja. Und wenn er sich auf die Reihe kriegt, ja, natürlich. Der denkt ja schon so groß nach, da, verstehst du? Na gut, pass auf. Aber schön, dass du gekommen bist. Alter, pass auf, ich gehe mal kurz auf Ecke. Sollte er sich wieder sehen lassen? Telefon. Mach's gut. Er will mir was beweisen. Will mir sagen, als Vater, der sich nicht gekümmert hat, pass mal auf, Freundchen, was du kannst, kann ich schon lange. Ich will ihm nur zeigen, wo der Weg lang führt, damit er die Schwierigkeiten nicht kriegt, die ich hatte früher. Ne? Weil ich möchte nicht unbedingt, dass er den Knast spürt. Meine Frau Diplomatentochter. Da haben wir uns dann halt kennengelernt am Steintor und haben uns spontan verliebt, sag ich mal. Eltern natürlich strikt dagegen, nach Hause vorstellen ging gar nicht. Und sie war ein bisschen rebellisch und aufsässig und hat gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich gehe mit dem Mann, wohin er möchte. Im Knast geheiratet, in Wolfenbüttel. Trauzeuge war ein Zuhälter und ein Puffbesitzer. War wirklich super geile Zeit. Und ja, war nicht allzu lange Zeit später, war dann auch der Junge geboren und war alles schön, die erste Zeit. Und dann kam mein Trieb wieder durch. Andere Mädels ist weitergelaufen. Das war ja nicht wie ein Cut oder was, als wir dann zusammengegangen sind. Sondern die Geschäfte mussten weiterlaufen, müssen von irgendwas leben. Ne? Arbeiten hatte ich keinen Bock drauf. Ne? Da irgendwo ins Werk zu gehen oder was, mich mit den Pissern abzugehen, das wollte ich nicht. Hätte auch nicht geklappt, sag ich mal, bei meinem Lebenswandel und was ich durchhabe. Und es wurde halt immer schwieriger. Irgendwann bin ich von Göttingen gekommen, war zwei Tage unterwegs und kam nach Hause und sehe meine Frau tot auf dem Sofa liegen. Da habe ich noch Schlaftabletten gefunden im Badezimmer, leere Röhrchen und. Und die konnten sie aber nicht mehr retten. Wiederbelebung war so zwecklos. Ja, das war's dann. Mach's gut, Schatzi, dir. Ne? Alles klar, tschüss. Bis demnächst.